So, weiter geht's mit Rust. Ein neuer Real-Life-Tag hat begonnen. Wir machen das Übliche wieder. Wir machen einen schönen Rundgang, ja. Einen schönen Rundgang, Aufklärung, gucken wegen den Nachbarn, was sich da so entwickelt hat, was da los ist. Ein bisschen Farm. Ich hatte ja mein Dach ein bisschen weiter ausgebaut, ein paar Türen noch reingesetzt. Also in der letzten Folge war das gewesen, ja. Ein Dach ein bisschen weiter ausgebaut, offline. Also innen drin die Räume. Die muss ich dann noch upgraden mit Stein. Brauche noch ein bisschen Stein. Also das Übliche, ja. Farm, rumlaufen. Gucken, ob wir einen Rustler treffen, ne, oder nicht. Zum Hafen. Ich wollte ja mal wegen Loot gucken. Ich dachte gerade oben links ist eine Base. Ist aber gar nichts. Ja, wegen Loot. Und wegen Waffen, ja, Waffen. Und Raiden. Komme ich hier noch zum Raiden? Moment mal. Ich habe doch eine solche Bodendosen-Dingsbums-Granate, ja? Die muss ich erforschen, dass ich die craften kann. Die habe ich doch schon, Mensch. Dann können wir raiden. Brauche ich da die erste oder die zweite? Workbench. Oh, stimmt. Fällt mir gerade so ein. Warum sagt mir das denn keiner, Leute? Warum sagt mir das denn keiner? Das Ding habe ich doch ziemlich am Anfang schon gefunden. Also, da muss ich Schwefel fahren. Schwefel fahren? Das ist ein anderer Nackter. Da vorne, den kenne ich noch gar nicht. Warum muss ich Schwefel fahren? Schwefel farmen. Und dann könnten wir den Nachbarn raiden. Und da war ja noch die eine Metalltür. Ich hoffe, die Tür ist jetzt nicht schon komplett auf. Ja, oder mein Nachbar, der andere Nachbar von den vorigen Folgen da, mit denen ich einen Kampf hatte, wo ich gestorben war. Nicht, dass der vielleicht eventuell schon die andere Basis da geradet hat. Man weiß es nicht. So. Danke für dein Loot. Erstmal natürlich Warnhaus. Ist immer ein Zeichen, wenn beim Warnhaus kein Loot ist, keine Kisten da sind, dann ist auf jeden Fall einer aktiv. Ich muss essen. Ich muss essen, ich muss in den Wald. Den Wald. Kiste ist da. So, der andere hat seine. Hinten die Butze ist doch größer geworden, oder nicht? Da hinten links, die sieht doch viel größer aus. Und rechts hat er seine Base abgerufen. Rechts, die Base ist neu, rechts. Die Basis auf der rechten Seite, die ist doch neu da. Oder hat derjenige sich noch eine zweite Base hingebaut? Kann auch möglich sein. Alter, muss ich raiden, ich muss raiden. Wenn ich denn da forschen kann. Brauche ich den überhaupt? Einwurfkasten brauche ich nicht, ne? Brauche ich den, Leute? Ne, ne? Weg damit. Oh, ein Waffenteil gefunden. Ein schönes Waffenteil. Schalldämpfer. Sehr nice. So, ich kann das aber schrotten, ne? Schrotten, schrotten, schrotten. 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 Ich werde es schrotten, wenn es möglich ist. Ist kein dicker Loot, ja, aber. Immerhin. Der Schalldämpfer. Essen. Wie eine Pilze. Pilze essen. So, das ist doch die alte Base da hinten, ja? Der hat bestimmt noch angebaut. Der Nachbar. Oh, die ganzen Bäume hier weg, ne?
Hier war doch alles voller Bäume, alles weg. Alles weg. Boah, war das eine Butze hier? Die aus Holz. War das die Butze aus Holz? Ich glaube nur aus Holz. Und da hinten ist die andere, ja? Das ist nur so komisch, weil hier die ganzen Bäume weg sind. Also den könnte ich ja raiden, ja? Bestimmt 1000 Türen drin. Oh, was hat er denn da? Da backt auch so ein Dings durch, ja? So ein, was ich gerade geschreddert habe, ja? Hallo, mach, leg dein Zeug Ja, weg, alles gut, sonst alles pump gut. dich weg. Alles gut. Ja, hallo. Von Das meinem war ich nicht, Haus. das ist deine eigene Falle. Ist gut, ich mach nichts. Alles gut. Also nicht feuern, sonst hast du Feinde. Ich meine ja, Alles ja. gut. Ja, ich weiß, aber hier war schon immer jemand, der hier gekämpft hat. Ich dachte, das kommt jetzt wieder, der kommt jetzt wieder. Nee, nee, alles gut. Ich bin freundlich, ich hau wieder ab. Alles gut, ich wollte nur gucken hier. Okay. Ja. So, tschö. Er ist aktiv. Ciao. Warten Sie, warten Sie. Ich warte nicht, dann sieht er meinen Namen, da weiß er das. Dann sieht er das von gestern. Ich habe ihn noch getötet. Der hat eine Shotgun, ich wäre wieder gestorben, Leute. Der hat eine doppelläufige Shotgun gehabt, ja? Ich habe sogar mal meinen Arsch zu retten, ja? Und er läuft noch in seine eigene Falle rein, ne? Ich laufe von woanders lang, dass er nicht meine Base sieht, ja? Er hat gesagt, ich soll warten, ne? Nee, nee, komm, dann kriegen wir nachher doch noch ein Heady oder was, ein Headshot. Nicht mit mir, nein. Er wird geradet, Leute. Ich muss links hin oder muss ich da farmen? Er wollte mir vielleicht eventuell was schenken, vielleicht. Man weiß es nicht. Aber er konnte meinen Namen, glaube ich, nicht sehen. Weil er sagte gestern, ne? Ich hab's mitgekriegt, ne? Weil. Ich hatte, wie gesagt, in der letzten Folge, hatte ich das letzte Folge gesagt, das hatte ich ja nicht mit der Aufnahme, weil das so schnell ging. Einmal hatte er mich ja getötet, das habt ihr ja gesehen. Und ich habe mich ja gerächt. Habe ich ihn auch getötet, weil er sagte, hier lungert ja immer einer rum und. Ich muss Schwefel holen und dann muss ich da mit dem anfangen mit Raiden da. Raiden, den muss ich raiden. Er ist natürlich ein Anfänger. Das sieht man auch schon, wie der baut. So. Er kam von rechts, er war bestimmt beim Hafen oder so. Aber mit der doppelläufigen Schrotflinte und. Ich hatte ja letztes Mal schon einen Nachteil. Da hast du gar keine Chance. Das sah auf jeden Fall aus wie die doppelläufige Schroflinde. Aber hier ist noch nicht so viel Loot. Ich glaube, er war schon bei mir und hat hier gelootet. Er hat einen Stein oder sowas. Hier ist ein Metall oder aber kein Schwefel. Dann laufe ich mal links ein bisschen lang. Oh, ich habe schon wieder auf meinen Timer nicht geachtet. Ich bin auch wieder so ein Pfosten. Naja. So, jedenfalls einen netten Kontakt gehabt. Das ist immer unsicher, ne? Ich sage, ich schieße nicht und auf einmal sagt er, er schießt und deswegen habe ich ein bisschen gedroht. Ich sag, wenn du mich umbringst oder was, hatte ich da was gesagt, dann macht er sich Feinde. Man muss ja auch ein bisschen hier, ne, so ein bisschen ne, Druck machen und sagen hier, ja, oder ein bisschen, na, wie heißt denn das? Bisschen, na, wie heißt denn das Wort? Einfach mal lügt, wie heißt denn das? Nicht lügen, sondern. Mensch, wie heißt denn das Wort? Bin ich jetzt blöd oder? Ich komme nicht auf das Wort. Also, das, was nicht wahr ist, ne? Ich komme nicht auf das Wort. Provozieren? Nein. Nicht provozieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man nicht die Wahrheit sagt, da gibt es doch auch eine Bezeichnung, ein Wort dafür. Mir fällt echt nicht das Wort ein. So, blöffen, ne? Blöffen? Ist das blöffen? Ich blöff, ne? Ich hab dann geblöfft. Ich blöff dann und sage, ich hab damals, ja, drei, vier Mitspieler noch am Start. Hab ich ja jetzt so nicht erwähnt. Hätte ich erwähnen können. Entweder glaubt er das oder ist echt nur ein Bluff.
Natürlich ist das nur ein Bluff. So, muss man ja direkt einen Fight machen da, ja? Ja. Vielleicht hat er meinen Namen auch nicht gemerkt. In Zukunft, ich könnte auch mal was anderes machen. Könnte auch mal einen Streamer-Mode anschalten, ja? Das hilft natürlich auch. Stein brauche ich. Nee, nicht Stein. Schwefel ist wichtig jetzt. Jetzt ist auf jeden Fall Schwefel wichtig. So, er scheint ja auch netter zu sein, auch wenn wir uns mal gegenseitig getötet haben. Aber hier ist so kein Stein, ne? Das ist ein Kleinkram, ja, aber. Bisschen weiter laufen. Hinten ist nur Metall. Ach nee, nicht Stein, Schwefel. Ich brauch Schwefel. Oh, Schwefel, ich brauch Schwefel. Ich muss Schwefel brennen. Da hinten die Butze. Ich wollte doch wegen der Basis hingucken, wo die Tür zerfällt. Aber wenn er da aktiv ist, dann ist die Base auf jeden Fall schon auf. Aber zumindest ist es gut, dass er aktiv ist. Es gab zwar jetzt keinen Fight, aber man weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert. Wenn ich jetzt natürlich keinen Bogen gehabt hätte, hat er nicht weitergebaut hier. Der nette Herr vom letzten Mal. Sonst könnte ich da ja mal ein bisschen aufmachen, raiden. Er hat nämlich die Butze auch nur komplett, ist immer noch komplett aus Holz. War gestern schon aus Holz, hat er nicht geupgradet auf Stein. Ja, dann hätte ich rechts hinten den halt zum Raiden und hier links. Was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich da noch sagen. Ach so, hätte ich nicht noch einen Bogen gehabt, eine andere Waffe, dann hätte ich auf jeden Fall Feuer frei. Aber Bogen und Shotgun und er war ein bisschen nah dran. Ich werde auch wieder verreckt. Ich habe doch nur meinen Arsch gerettet jetzt. Schwefel. Stein. Ich hoffe, er ist nicht da, aber er ist nett. Eigentlich ist er nett. Eigentlich. Ich klau mal deinen Schwefel, ja? So, dann habe ich ein bisschen schon. Ich gehe dann gleich zurück, erstmal brennen und dann muss ich noch eine Tour machen, Schwefeltour. Und dann muss ich erforschen. Den Forschungstisch. Brauche ich da den ersten oder den zweiten? Ich glaube den ersten, ja. Ich hoffe den ersten, weil ich habe nämlich schon 400 Schrott. Und sobald ich die Sprengladung machen kann, dann geht's ab, dann geht's ab. Denn fliegen die Blechtüren auseinander, das sei euch. Ich muss auch noch zum Raiden kommen, ja. Und natürlich noch eine Waffe, ne? Nicht nur die ganze Zeit einen Bogen. Weil mit dem Bogen raiden? Okay, ich glaube, das ist Schiede. Und dann noch Spritzen, ja. Die Verbände ist auch kacke, ne? Schöne Spritzen. Blöd ist nur, wenn der links natürlich unterwegs ist, den werde ich öfter treffen, auch am Warenhaus. Oder wir teilen uns den Loot auf. Ja, nehme ich den Metal hier auch noch mit und dann aber zurück. Aber wenn ich ihn raiden sollte und bis dahin noch keine Waffe habe, hier ist noch mehr Schwefel. Sonst mache ich einen Offline-Raid, wenn er nicht da ist.
Boah, ist hier viel Schwefel. Hallo, dann brauche ich auch noch hier eine Menge Holz. Ich muss unbedingt eine bodenlose Granate habe ich. Die wird erforscht und dann. Ja. Deswegen brauche ich dann auch viel Metall. So, was habe ich denn? Ja, komm, muss zurück. Boah, Holz nehme ich noch mit. Dann muss ich nämlich gleich wieder los, weil ich kein Holz habe. Aber er muss natürlich beseitigt werden. Er macht natürlich auch immer weiter. Und irgendwann hat er auch Sprengstoff. Und irgendwann wird er auch raiden gehen. Auch wenn er neu ist. Er will es ja auch testen, ja? Er will ja Rust kennenlernen. Oh, was ist das jetzt hier? So. Nächstes Mal laufe ich auch mal mit der verbesserten rum. Das verbesserte. Ach nee, habe ich hier ja gar nicht. Was erzähle ich denn da? Alles gut, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Ich dachte, ich hätte einen. Einen Beil. Beziehungsweise eine Axt, oder wie heißt das? Ist doch wurscht. Wurscht, vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Oh, Schwefel. Wo ist denn das blöde Ding? Ich bin so blind. Seile habe ich auch schon ein paar. Also, das gibt es ja mal gut auch aus den. Tonnen, ist klar, die Tonnen muss ich auch immer abfarmen, werde ich nachher auch wieder machen. Der hat auf jeden Fall, der baut ja in die Breite, der wird auf jeden Fall einige Türen drin haben. Gestern war er noch nicht so weit. Ihr habt ja gesehen, was von gestern auf heute, was er da gemacht hat, ja, mit seiner Base. Sind auf jeden Fall einige Türen drin. So, das soll es aber mit dieser Folge gewesen sein. Ich werde sortieren, ich werde Schwefel brennen ohne Ende. Ich werde den Forschungstisch und das schon mal ein Plätzchen suchen, aufstellen. Bodendosengranate erforschen und so weiter und so fort. Das lasse ich alles weg in der Aufnahme. Das kennt ihr ja, ne? Das ist ja auch nicht so spannend. Das spannend wird es los, los. Spannend wird es natürlich, wie ich draußen unterwegs bin, wenn man Raster trifft, wenn man Action hat, Bogen-Action. Wenn ich raiden gehe. Das wollt ihr sehen, ne? So, genug geschwafelt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rust. Bis dann. Tschüss.